Aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim. Was macht das dann mit dem Weltvertrauen der Menschen? Gute Wissenschaftskommunikation traut sich, Unsicherheiten zu kommunizieren. Der Satz, das machen wir schon immer so, hat mich dann in die Wissenschaft getrieben. Betrachtungen und Erkenntnisse von Forscherinnen und Forschern. Moderiert von Sarah Reinke. Willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Reihe Aus der Wissenschaft der Universität Hildesheim. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sicherlich jede und jeder schon einmal zu tun hatte, nämlich über die Frage, wie Menschen erkennen können, ob eine im Internet gefundene Information auf seriösen, in unserem Fall wissenschaftlichen Quellen basiert. Frau Jaki, Sie sind Sprachwissenschaftlerin. Was ist Ihr Fokus beim Thema Wissenschaftskommunikation? Mein Fokus beim Thema Wissenschaftskommunikation ist vor allem, mit welchen sprachlichen Mitteln Dinge erklärt werden, die einfach ein bisschen komplizierter sind, die für Menschen außerhalb der Wissenschaft schlecht zu verstehen sind. Das heißt, grob gesagt, welche Vereinfachungsstrategien werden sprachlich angewandt? Wie wird etwas aber so gestaltet, dass es auch sprachlich ansprechend ist? Gleichzeitig geht es aber, obwohl ich Sprachwissenschaftlerin bin, nicht nur um verbale Sprache, sondern da ich eben Medienlinguistin bin, nimmt man immer diese Kommunikate, wie man das nennt, als Ganzes in den Blick. Das heißt, man überlegt auch, inwiefern spielt hier Sprache mit anderen Ressourcen zusammen, also zum Beispiel mit Bildressourcen. Und das ist so der Hauptfokus meiner Arbeit. Und Herr Mandl, Sie sind Informationswissenschaftler. Sie interessieren sich vor allem für die Perspektive derjenigen, die auf der Suche nach Informationen sind. Ja, wir interessieren uns dafür, wie Menschen ihre Informationsbedürfnisse stillen. Wie gehen Sie dabei vor? Welche Strategien wenden Sie an? Vor allem natürlich bei der Suche. Heute ist ja die Suche in Suchmaschinen einer der wichtigen Eintritte in diese Informationswelt. Und da interessiert uns, welche Strategien haben die Nutzer bei der Formulierung von Umfragen? Wie gehen Sie dann mit Trefferlisten um? Warum wählen Sie bestimmte Dokumente aus? Und konsumieren Sie dann, wie lesen Sie dann die Dokumente, die dahinter stehen. Und parallel dazu interessieren wir uns natürlich auch dafür, wie funktionieren denn die Suchmaschinen, die diesen Zugriff ermöglichen. Wir befinden uns ja jetzt in der Corona-Pandemie aktuell in einer Zeit, in der es zum einen besonders wichtig ist, sich fortlaufend zu informieren, zum anderen aber auch besonders schwierig. Denn es ist ja ein Thema, von dem jeder betroffen ist. Es geht um Gesundheit, es geht um besonders schützenswerte Gruppen in der Gesellschaft, ist also auch eine soziale Frage. Und da war und ist es natürlich besonders ungünstig, wenn Daten und Einschätzungen zu diesen Daten sich häufig verändern oder zum Teil ja sogar auch widersprüchlich sind. Also sei es zum Ansteckungsrisiko, zu den nötigen Schutzvorkehrungen oder wenn wir jetzt ein bisschen aktueller gucken, auch zu der Frage der verschiedenen Impfstoffe oder der Frage, welche Personengruppe mit welcher Priorität geimpft werden sollte. Da würde ich meine erste Frage mal an Sie richten wollen, Herr Mandl. Wie können Menschen, die keine spezifische Vorkenntnis haben im wissenschaftlichen Bereich oder im medizinischen Bereich, im Internet bei ihrer Suche überhaupt erkennen, welche Informationen aus seriösen Quellen stammen? Ja, das ist natürlich ein schwieriges, komplexes Thema. Ja, wie können wir zuverlässige, valide Informationen erkennen? Da haben wir natürlich Anhaltspunkte in so Fragen wie, woher kommt das, wer hat diese Information eingestellt? Gibt es vielleicht andere Interessen außer dem wissenschaftlichen Interesse oder dem sozialen Interesse, jemand wirklich genuin informieren zu wollen? Gibt es etwa wirtschaftliche Interessen, nur Klicks auf sich zu ziehen und dadurch Werbeeinnahmen zu erzielen, was ja sehr häufig ist? Und da ja die Menschen in der Corona-Krise besonders intensiv suchen und auf Informationen angewiesen sind, ist das natürlich durchaus häufiger. Wir haben ja in unserer Studie festgestellt, 75% der Personen sagen von sich, sie haben sehr viel mehr Informationen gesucht und aufgenommen. Und das zeigt, dass hier natürlich dann auch ein Markt für so wenig seriöse Player entstanden ist. Aus der Informationswissenschaft haben wir natürlich einige typische Kriterien, wie was ist denn qualitativ gute Information. Zum einen natürlich die Quelle,
Das ist sehr wichtig. Und das, da fällt es aber natürlich den Nutzern durchaus schwierig, Alltagsnutzern, sowas vernünftig einzuschätzen. Also wie oft geht ein Nutzer tatsächlich auf ein Impressum und informiert sich, wie lange gibt es diese Quelle, wer steht eigentlich dahinter. Mit solchen einfachen Strategien könnte man oft natürlich sehr viel entlarven und sagen, ach, na, das kann ja auf gar keinen Fall seriös sein, das gibt es vielleicht ein Jahr. Die haben vielleicht noch andere wirtschaftliche Interessen. Das ist kein vernünftiger Informationsprovider. Was man natürlich vielleicht nicht unbedingt nehmen sollte, und das ist ja natürlich eine wichtige Thematik jetzt auch in der Corona-Zeit, das Wissen musste erst entstehen, es war ein völlig neuartiges Virus und Wissen konnte sich schnell verändern. Also dass jetzt etwas nach einer Woche vielleicht sogar überholt ist, ist in diesem Fall nicht unbedingt ein Hinderungsgrund oder schlecht für die Qualität. Ja, das kann zu dem Zeitpunkt das korrekte Wissen durchaus repräsentiert haben. Ich habe neulich den Satz gelesen, Verschwörungstheoretiker erzählen die besseren Geschichten. Also die machen sich das auch ganz bewusst zunutze, dass so ein Thema wie die Corona-Pandemie eben auch wirklich am Innersten der Menschen rührt. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, welche Fallen es auch gibt, weil natürlich auch Menschen, die bewusst oder vielleicht auch manchmal gar nicht absichtlich falsche Informationen ins Netz stellen, nutzen ja letztendlich auch die gleichen Kommunikationsstrategien wie die seriösen Informationsprovider, wie Sie es gerade genannt haben. Genau, also das ist völlig richtig. Ich denke, da kommen ganz ähnliche Strategien zum Vorschein. Da kann sicher die Wissenschaftskommunikation dann auch noch mehr dazu sagen, dass dann auch der unseriöse Informationsberichter, dass der die Quelle, die da vielleicht interviewt wird oder etwas sagt, auch einen Kittel hat, sich als Arzt mit Fachwissen präsentiert irgendwie und dann irgendwelche absurden Informationen verbreitet. Emotionalität ist natürlich ein wichtiges Kriterium, das sozusagen ein Dokument oder betrifft. Wir sprechen dann vom Dokument, sei das nun Text oder ein Videodokument. Und in der Wissenschaft gehen wir natürlich eher grundsätzlich davon aus, dass wir sachliche Informationen haben. Aber gerade in der Wissenschaftskommunikation, um diese sachliche wissenschaftliche Fakten zu den Menschen zu bringen, kommen solche Strategien natürlich auch zum Einsatz. Und genau wie Sie sagen, die werden natürlich auch ausgenutzt. Oft ist natürlich die Emotionalität durchaus stärker in diesen wenig seriösen Quellen. Das ist ja vielleicht auch für diejenigen, die seriöse Quellen bedienen oder zur Verfügung stellen, auch aus der umgekehrten Perspektive ein Problem, dass es eben sozusagen eine Konkurrenz gibt durch ja im Grunde jedermann. Jeder kann ja Informationen im Netz zur Verfügung stellen. Und da stellt sich natürlich für diejenigen, die, sei es jetzt aus der Perspektive der Wissenschaft oder vielleicht auch aus der Politik oder von Seiten der Medien, die eben versuchen, fundierte, seriöse Informationen bereitzustellen, es ist natürlich auch gar nicht so einfach, sich abzugrenzen und deutlich zu machen, dass sie die valideren Informationen zur Verfügung stellen. Da würde ich gerne an Sie die Frage richten, Frau Jaki, was macht denn gute Wissenschaftskommunikation aus? Woran erkennt man die? Gute Wissenschaftskommunikation erkennt man auf der einen Seite durch Verständlichkeit, dass eben Inhalte so aufbereitet sind, dass auch Menschen, die keine ExpertInnen sind, sie verstehen können. Ein anderer ganz wichtiger Faktor ist Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, also hier abzugrenzen zwischen Falschinformationen und richtigen Informationen, weil gerade für diejenigen, die Falschinformationen verbreiten, die wissen, die Glaubwürdigkeit dieser Informationen ist ganz wichtig. Das heißt, es wird eben auch mit bestimmten Charakteristika guter Wissenschaftskommunikation gespielt. Also es wird versucht, Akteure anzuführen, die zum Beispiel aus dem Fach sind und so weiter und so fort. Deswegen ist das so ganz, ganz schwierig, auch die Frage, was macht denn gute Wissenschaftskommunikation glaubwürdig? Also natürlich die Auffindbarkeit von Quellen, dass man nicht nur sagt, Studien haben ergeben, sondern dass man weiß, welche Studien haben ergeben. Beispielsweise die Verlinkung dieser Studien in geschriebenen Kommunikaten.
Aber, und das ist eben ganz wichtig, gute Wissenschaftskommunikation traut sich auch, Unsicherheiten zu kommunizieren. Und darin unterscheidet sie sich eben stark von diesen Verschwörungsnarrativen, in denen alles erklärt werden kann. In einer guten Wissenschaft kann nicht alles erklärt werden, weil eben wir gerade am Anfang sind. Es gab keine vorherigen Ergebnisse zum Thema Corona-Krise. Es geht auch darum zu sagen, wir wissen es einfach noch nicht. Genau das wurde von den Leuten häufig als problematisch angesehen, von der Bevölkerung, die sich natürlich klare Aussagen gewünscht hätte. Aber das ist ein wichtiger Aspekt von Wissenschaft und das ist auch was, was in der bisherigen Wissenschaftskommunikation häufig zu kurz gekommen ist. Man hat sich immer bemüht, Studien als abgeschlossen darzustellen, nicht zu kommunizieren, dass man sich vielleicht noch nicht so sicher ist. Und es war eigentlich ein Fehler in der vergangenen Wissenschaftskommunikation. Und das haben wir so ein bisschen gebüßt jetzt in dieser Corona-Krise. Deswegen ist das, obwohl es paradox wirken mag und manchmal jetzt noch nicht zur Glaubwürdigkeit beiträgt, ein ganz wichtiger Faktor der Qualität, der auf Dauer, wenn man es auch weiter so verfolgt, dann zu gesteigerter Glaubwürdigkeit führen wird. Das heißt, da würden Sie sagen, das ist auch was, was die Wissenschaft aus dieser Krise hat lernen können für die Zukunft? Das ist definitiv eine Takeaway-Message, sowohl für innerhalb der Wissenschaft, wobei tatsächlich die Akteure, habe ich den Eindruck, die von der innerhalb der Wissenschaft rauskommunizieren, auch häufiger bereit sind, diese Unsicherheiten zu kommunizieren, als teilweise dann im anderen Formen des Wissenschaftsjournalismus, beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen, Dokumentationen im Fernsehen, da versucht man eben gerade solche Faktoren auch auszublenden. Und das ist eben was, was wir wirklich aus dieser Krise lernen können. Welche Rolle spielt denn beim Thema Glaubwürdigkeit die Persönlichkeit des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, die gerade auch in den Medien besonders präsent sind? Ich habe so dieses Beispiel Christian Drosten vor Augen, der ja quasi aus dem Off als Virologe plötzlich unglaublich präsent in den Medien geworden ist und auch in verschiedenen Medien immer wieder zitiert wurde. Was macht diese Person, Christian Drosten, so besonders? Warum ist der so eine Art Shootingstar der Corona-Zeit geworden und ist er das aus Ihrer Sicht auch zu Recht? Zuerst muss man sagen, dass Personalisierung auch in der Wissenschaftskommunikation eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, man zeigt Forschungsfortschritte sehr gerne anhand einer wissenschaftlichen Persönlichkeit. Und das ist hier so ein bisschen zusammengekommen mit der Corona-Krise. Und wenn man auf andere Länder schaut, gibt es dort dasselbe Phänomen. Wir haben zum Beispiel Fauci in den USA, wir haben Van Ranst in Belgien. Da funktioniert es genauso. Die Leute in Krisenzeiten sehnen sich auch nach einer Persönlichkeit, der sie Glauben schenken können. Deswegen auch dieser extreme, wie soll ich sagen, Hype um Christian Drosten. Deswegen konnte er auch zum Shootingstar mutieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie er von der Persönlichkeit ist, taugt er dafür eben auch. Er wurde ja auch ausgezeichnet für seine Wissenschaftskommunikation und das meiner Meinung nach auch zu Recht, weil er eben gerade sehr verständlich erklären kann. Er neigt nicht dazu zu polemisieren, sondern doch sehr neutral zu bleiben. Und er traut sich auch zu sagen, Moment, die Frage, die Sie mir gerade stellen, das ist eigentlich nicht mein Gebiet und ich kann hier nur meine persönliche Meinung geben. Also er versucht gar nicht, Gebiete für sich zu vereinnahmen, in denen er kein Experte ist. Und das ist eben auch eine wirkliche Stärke von ihm. Daher sicherlich eignet sich Christian Drosten dafür ganz wunderbar. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Stardom irgendwie auch eine Frage, ob das so sinnvoll ist. Und er selbst hat es natürlich irgendwann oder zumindest zu bestimmten Zeiten auch nicht als ganz hilfreich empfunden, gerade da er sich eben in den sozialen Medien dann auch sehr viel Kritik ausgesetzt sah. Also ja, das hat so seine Vor- und Nachteile. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Christian Drosten doch nicht alleine im Rampenlicht stand. Da gab es natürlich auch viele außer ihm, zum Beispiel Hendrik Streeck auch oder Melanie Brinkmann. Von daher ist er natürlich aber die Figur, die man damit am meisten verbindet. Also ich fand, dass er auch gerade das, was vorher gesagt wurde, die Unsicherheit ja sehr gut vermittelt hat. Er hat sich sehr lange Zeit genommen, war natürlich sehr früh sehr aktiv und hat lange erklärt, warum wir bestimmte Dinge einfach noch nicht wissen und wie der Wissensstand ist. Es gibt jetzt eine neue Studie, die muss man sich aber genau anschauen. Wir wissen noch nicht, wie valide die ist. Also das fand ich echt positiv. Am Anfang haben sich die Leute noch mehr
Information gesät und haben sich auch dieses lange Format dann durchaus angehört. Na, später wollte man dann vielleicht doch kürze, polemisiertere Sachen wieder und dann ist ja vielleicht auch nicht mehr so stark wahrgenommen in seiner so sehr ja, durchdachten Art. Und das sind natürlich immer auch Netzwerkeffekte. Also einer, der sehr früh und ein paar Mal dann von vielen weiterempfohlen wird, gehört wird, der setzt sich dann einfach auch durch viele Empfehlungen. Das ist ein klassischer Netzwerkeffekt, der hier dann natürlich auch dazukommt. Würden Sie dann trotzdem sagen, dass dieser starke Fokus auf Einzelne, also Christian Drosten und einige wenige andere Personen aus dem wissenschaftlichen Kontext, auch diese Polarisierung, die wir beobachten konnten in der Corona-Zeit, vorangetrieben hat, dass es sozusagen die sehr starken Befürworter gab, aber gleichzeitig auch, Sie haben es eben schon angesprochen, im Bereich der sozialen Medien ja auch ganz starke Gegenstimmen hervorgerufen hat. Ist das vielleicht mit ein Grund dafür, warum wir ja beobachten konnten, dass es sehr kontroverse Positionen sich im Laufe der Zeit ausgeprägt haben? Also es ist immer sehr schwer zu sagen, wie es anders gewesen wäre. Aber sicherlich, also ein Problem, das als solches von den Kritikern auch wahrgenommen wurde, ist eben diese Berühmtheit von Drosten, dass Drosten natürlich sehr viel zu sagen hatte, dass man Drosten mit der Wissenschaft assoziiert und er dadurch zu so einer Art geistigen Elite geworden ist, die gleichzeitig mit der Führungsriege so ein bisschen kooperiert und irgendwie darin aufgeht. Also dass man gesagt hat, okay, dieser Drosten, der ist irgendwie jetzt total mächtig und der ist irgendwie genauso korrumpiert wie unsere Regierung. Also das war die Argumentation, die gebe ich jetzt natürlich nur wieder. Aber man hat das als so eine Art politischen Verräter irgendwie zum Teil angesehen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn dem nicht so gewesen wäre, ob man dann nicht eine andere Argumentationslinie gefunden hätte, ob man da nicht gesagt hätte, naja, es gibt ja hier niemanden, der mal wirklich die Autorität hat, was zu sagen. Die Wissenschaftler verstecken sich eigentlich so ein bisschen. Das heißt nichts Gutes. Also man weiß einfach nicht, wie es anders gewesen wäre. Ich kann mir eben nur vorstellen, dass das eben als Problem empfunden wurde von manchen Bevölkerungsgruppen. Ist es vielleicht auch so, dass man Effekte beobachten kann auf die Wissenschaftskommunikation, gerade dadurch, dass jetzt aktuell so hitzige Debatten geführt werden im Social-Media-Bereich, auch von wissenschaftlichen Laien oder medizinischen Laien, die trotzdem für eine sehr aufgeheizte Stimmung sorgen, sich auch gegen einzelne Personen richten, die sich da eben etwas aus der Deckung gewagt haben. Führt das umgekehrt dazu, dass andere Wissenschaftler eher noch zurückhaltender werden? Das ist definitiv eine sehr gute Frage und ich weiß es nicht. Also ich glaube, was es bedeuten muss, ist, dass wir auch junge WissenschaftlerInnen schulen im Umgang mit sozialen Medien. Dass man weiß, was kann auf einen zukommen. Ich glaube, das ist eben ein Teil der Ausbildung im Prinzip im Bereich Wissenschaftskommunikation. Nicht nur, wie erkläre ich was, sondern auch, wie trete ich in den Dialog dann wirklich ein und wo ist der Zeitpunkt gekommen, wo einfach kein Dialog mehr möglich ist und wie kann ich mich dagegen schützen. Ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute wirklich einschüchtert. Man hat ja auch gesehen, dass Christian Drosten zwischendurch auch gesagt hat, so ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, es wird wirklich einfach zu viel, verständlicherweise. Man weiß diese Geschichte in Belgien mit diesem Irren, der dann irgendwie zum Mord auf Marc van Ranst aufgerufen hat. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende hinter ihm standen. Also es ist durchaus auch nicht nur ein Online-Phänomen, es kann auch gefährlich werden. Und dessen sind sich viele Leute sicherlich auch bewusst und sagen, nun ja, dann traue ich mich vielleicht nicht. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich den Effekt hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute jetzt nochmal diese digitalen Möglichkeiten als besonders wichtig wahrnehmen und sich vielleicht auch eher ins Internet trauen, wenn man das so sagen kann. Es ist ja lange so gewesen, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der digitalen Wissenschaftskommunikation hinten dran war, zum Beispiel im Bereich Blogging, im Bereich Twitter, und dass wir hier, glaube ich, auch stark aufgeholt haben. Deswegen glaube ich, die Leute sind sich dessen bewusst,
sehen das auch mit sehr viel Respekt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die Leute dann wirklich die Finger davon lassen. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ja, das ist eine spannende Frage, weil gerade in den Social-Media-Kanälen ja auch die Interaktion mit den Nutzer und Nutzerinnen eine sehr große Rolle spielt und das sich ja vielleicht auch wiederum umgekehrt auf die Wissenschaftskommunikation auswirken kann, dass da dann auch ganz aktiv Personen zurückfragen können und sagen können, das habe ich nicht verstanden oder das erschließt sich mir nicht, warum das so und so gemacht wurde oder ich hinterfrage jetzt auch mal, wie diese Studie durchgeführt wurde und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Effekt ist, der auch nachhaltige Auswirkungen hat darauf, wie sich Wissenschaftskommunikation in Zukunft gestalten wird. Das ist auch total wichtig. Also man hatte ja früher so einen Blick auf Wissenschaftskommunikation, wie so ein bisschen so ein Nürnberger Trichter. Man ist aus seinem Elfenbeinturm herabgestiegen, hat dann in sehr komplexer Sprache irgendwas erklärt. Die Leute haben es nicht kapiert, aber es war irgendwie ihre Aufgabe, das zu verstehen. Aber man wusste, so diese Wissenshürde kann niemals überwunden werden. Also das war wirklich so eine ganz klassische Sicht der Wissenschaftskommunikation, die sich eben schon ganz stark geändert hat. Wir haben so ein Dialogmodell der Wissenschaftskommunikation. Es geht darum, dass man mit der Bevölkerung in den Dialog eintritt, dass man A weiß, okay, was braucht die Bevölkerung von uns eigentlich, was interessiert die auch und welche Aspekte unserer Forschung interessiert sie, wie können wir es ihnen so erklären, dass sie es verstehen und dass es eben auch möglich ist, hinterher in einen gleichberechtigten Dialog einzutreten. Und man spricht ja eben auch von einem partizipativen Modell der Wissenschaftskommunikation. Und das hat sich nicht erst seit der Corona-Krise wirklich eingehend verändert, aber sicher werden wir hier auch nochmal einen weiteren Trend erleben. Gehen wir mal zurück zur Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer, derjenigen, die auf der Suche nach Informationen sind und mit dieser Vielfalt konfrontiert sind, wo sie erstmal einschätzen müssen, ob das seriöse Informationen sind oder nicht, wo sie gleichzeitig auch selbst sehr schnell angegriffen werden für bestimmte Positionen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Mandl, mit der Interaktion auf den Social-Media-Kanälen auch der Nutzer und Nutzerinnen untereinander? Welche Auswirkungen hat das darauf, wie sich Menschen informieren? Ja, das, wie es jetzt eben dargestellt wurde, diese partizipativen Formate, ich kann zurückfragen, ich kann in einen Austausch treten mit Experten oder mit anderen Leuten, die kommunizieren. Das ist natürlich das Grundmodell auch der sozialen Medien und da haben wir natürlich nicht nur diese, auch in der Informationswissenschaft, nicht nur diese klassische, ich stelle eine Frage, kriege ein Dokument und lese mir das durch, sondern ich kann tatsächlich dann auch nachfragen und selbst Wissen erzeugen. Fragen erzeugen, vielleicht auch aber eben auch Wissen und Positionen da zurückspielen. Und dieses Modell des Interaktiven verändert natürlich auch diese Informationsprozesse. Ich glaube, dass das schon dazu geführt hat, die stärkere digitale Kommunikation, dass extreme Positionen jetzt zumindest deutlich wahrgenommen werden oder es schaffen, sich wie Gehör zu verschaffen. Ob das immer demokratisch repräsentativ ist, das bezweifle ich eher. Ne? Ich glaube, es ist jetzt keine so eindeutige Spaltung der Gesellschaft in einen Teil der Verweigerer oder wie man es auch immer nennt und Leuten, die Position weitgehend mitteilen, sondern jetzt auch an der Impfbereitschaft sieht man, dass ja doch eine hohe Akzeptanz von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen vorliegt. Aber die extremen Ränder trifft man dann doch sehr viel mehr oder extreme Positionen wie Verschwörungsnarrative verschaffen sich viel Gehör. Wie Sie es vorher gesagt haben, die haben vielleicht auch manchmal eine bessere Geschichte oder eine Geschichte, die spannender wirkt und interessanter ist als eben diese das Wissenschaftsnarrativ. Ja, so weit wissen wir schon was, dann weiter wissen wir nichts oder so könnte man es ja dann böse interpretieren, also dass man sagt, der Wissensstand ist irgendwo begrenzt, wir haben einen bestimmten Stand, aber da ist auch Unsicherheit drin. Wie gesagt, diese extremen Positionen, glaube ich, verschaffen sich deutlich mehr Gehör. Das könnte schon ein Effekt sein der digitalen Kommunikation. Haben Sie den Eindruck, dass das Interesse an wissenschaftlichen Themen, jetzt auch jenseits der rein medizinischen Themen, die sich auf die Corona-Pandemie bezogen haben, in den vergangenen 2 Jahren insgesamt in der Bevölkerung gestiegen ist? Oder würden Sie sagen, es ist sogar eher so, dass es so eine Art Information Overkill gab und die Leute zwar am Anfang, wie Sie ja auch gesagt haben, auch durchaus diese
längeren Formate sich angehört oder angesehen haben, da ein sehr großes Interesse hatten und irgendwann gemerkt haben, es gibt so viele Informationen, die Informationen verändern sich ständig, es gibt so viele verschiedene Positionen, das wird mir zu anstrengend, da steige ich aus. Das Interesse grundsätzlich an Wissenschaft, ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon so stark verändert hat in 2 Jahren, ob das ein großer Einfluss war, da würde ich jetzt noch keine Prognose wagen. Ich denke mal, die Themen ändern sich ja dann auch sehr stark. Zum Beispiel jetzt ist KI wieder ein großes Thema, das auch in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird und wo ein großer Erklärungsbedarf besteht. Und wir haben auch in der Corona-Krise gesehen, dass natürlich die Themen sich geändert haben, die kommuniziert werden mussten, die wissenschaftlich interessant waren. Am Anfang war es vielleicht Ausbreitung. Derzeit wird doch sehr viel über Impfstoffe diskutiert und jetzt auch wieder, was denn dann der Herbst bringt. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Ansätze. Aber jetzt so ein grundsätzlich größeres Interesse am Wissenschaftler, glaube ich, wäre es noch zu früh, das als Folge der Corona-Pandemie festzustellen. Trotzdem kann man ja konstatieren, dass es ein sehr viel größeres Angebot an der, also was die Bereitstellung an wissenschaftlichen Formaten angeht, sich entwickelt hat im Laufe dieser Zeit. Also jetzt, wir machen hier gerade einen Podcast zum Beispiel, das ist ja auch ein Format, was unglaublich boomt momentan, aber auch YouTube-Videos wie MyLab zum Beispiel, die haben nochmal einen enormen Zuwachs bekommen. Da geht es ja auch nicht speziell um Corona-Themen, sondern da war schon der Eindruck, dass es ja darum geht, dass allgemein so eine Art Boom des Infotainments, nenne ich es mal, gibt. Ne? Dass man sich zum einen mehr für wissenschaftliche Themen interessiert, das aber andererseits auch gerne auf eine unterhaltsame Art und Weise erfahren möchte. Ich würde auch sagen, dass das Interesse an wissenschaftlichen Themen generell gestiegen ist, aber nicht durch die Corona-Krise, sondern dass man das vorher schon stark gemerkt hat. Und ich glaube auch, dass da, das ist aber eine persönliche Einschätzung, dass da der Klimawandel sehr viel, eine große Rolle gespielt hat. Also viele Leute haben sich im Zuge des Klimawandels dann noch stärker für wissenschaftliche Themen interessiert. Und wie Sie auch sagen, sicherlich sind es bestimmte Formate, die jetzt populär werden, die es vorher nicht gab. Und was die Leute auch mittlerweile verstanden haben, Wissenschaft kann auch cool sein. Also da denkt man jetzt zum Beispiel an Formate wie Science Slams oder auch Erklärvideos, die eben manchmal auch witzig sind. Also auch Humor spielt eine Rolle in Wissenschaftskommunikation. Und natürlich macht es das für die Leute viel zugänglicher. Und sie verstehen auch, dass die Wissenschaft an sich ein Interesse hat, Sachen zu vermitteln und sich auf die Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse der Leute auch einzulassen. Und ich glaube, das macht dann auch sehr viel Unterschied, wenn man sich die Frage stellt, okay, soll ich mich jetzt über ein Thema informieren oder nicht? Also es gibt eben sehr viele Möglichkeiten und es ist für jede Art des Zuschauers oder der Zuschauerin oder wie auch immer Leser, Leserin einfach möglich. Also sich in Langformen, in Kurzformen zu informieren, witzig, nicht witzig. Und ich glaube, dass das generell schon einen sehr positiven Effekt auf die Popularität der Wissenschaftskommunikation hat. Ob das jetzt genau Corona ist, wage ich zu bezweifeln. Da muss man wirklich noch ein bisschen warten auf die langen Folgen. Aber insgesamt sicherlich ja. Ja, ich finde es vor allem spannend, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass letztendlich ja ganz viele Informationen, die man so alltäglich konsumiert, auf wissenschaftlichen Daten und Fakten basieren. Ne? Vom Wetterbericht angefangen bis zu der Frage, welches Auto kaufe ich mir beispielsweise. Oder es gibt ja ganz viele Alltagssituationen, in denen man Wissenschaft zu Rate zieht, ohne sich dessen so stark bewusst zu sein. Und ich glaube, der Unterschied zu dem, was jetzt, was Sie angesprochen haben mit dem Klimawandel oder was auch in der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt hat, ist eben der starke Fokus auf ein Thema und die enorme Komplexität, die mit diesem Thema einhergeht. Und daher hatte ich eben noch diesen zweiten Teil der Frage angeschlossen, gibt es dann irgendwann auch so einen Punkt, wo Leute wieder aussteigen, wo es ihnen zu viel wird, wo sie vielleicht auch mit der Widersprüchlichkeit der Informationen nicht zurechtkommen? Ja, da gibt es sicher den Punkt, also im Informationsverhalten sprechen wir auch von so einer Phase des Ending, also jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich genug gelesen, gehört, aufgenommen und aus irgendeinem Grund befasse ich mich jetzt nicht mehr weiter damit. Das kann natürlich sein, ich weiß genug, ich habe einiges gelernt oder ich bin auch völlig unzufrieden und glaube, ich komme nicht mehr weiter und schaffe es gar nicht mehr mit viel Aufwand, das zu finden, was mich anspricht. Oder es ist einfach auch dann
das Thema wird überschrieben von anderen. Es kommen weitere dazu. Die Corona-Krise, wie gesagt, hat ja unterschiedliche Aufwände jetzt erzeugt. Auch musste ich mich über das Virus grundsätzlich informieren, über Maßnahmen, über Impfung. Natürlich tritt da auch ein Punkt ein, wo ich sage, das kann ich ja nicht mehr alles mit Wissenschaftsformaten mir durchsehen. Und kann man nicht zu jedem Thema zwei, drei Erklärvideos ansehen. Und irgendwo ist der Punkt, wo ich sage, nur gut, das glaube ich jetzt, ich bin damit zufrieden und mir reicht dieser Wissensstand. Ich würde gerne nochmal auf einen Themenkomplex eingehen, den wir bis jetzt noch gar nicht so stark berücksichtigt haben, der aber bei der Frage der Verständlichkeit und manchmal auch der Vereinfachung komplexer Themen eine große Rolle spielen kann. Das ist die Rolle der Medien. Wie schätzen Sie die Rolle der Medien ein in Bezug auf die Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Themen? Interessanterweise war es ja früher so, dass gerade der Wissenschaftsjournalismus so eine Art Watchdog-Funktion über die Wissenschaft hatte und dass man eben wirklich geschaut hat, was aus der Wissenschaft soll eigentlich an die Öffentlichkeit, wie bereiten wir das Ganze auf. Und mittlerweile ist es aber so, dass die wissenschaftlichen Institutionen selbst sehr viel mehr nach außen kommunizieren, sodass tatsächlich die Rolle der Medien, ich würde nicht sagen abgenommen hat, aber in der Hinsicht vielleicht gerade in dieser Watchdog-Funktion so ein bisschen abgenommen hat, aber man darf nicht unterschätzen, dass die Medien immer noch eine sehr große Rolle spielen. Gerade WissenschaftsjournalistInnen wissen häufig sehr viel mehr, was die Zielgruppe braucht, als jemand, der aus der Wissenschaft kommt. Man darf nicht vergessen, wir werden nicht geschult in Wissenschaftskommunikation. Das, was wir lernen, ist Wissenschaft. Und dann wissen wir, okay, wir kommunizieren irgendwie nach außen hin, aber wie funktioniert das Ganze? Das lernt man ein bisschen mit der Zeit. Und da haben die Medien wirklich eine ganz wichtige Vermittlerrolle. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch die Rolle, eben immer noch zu entscheiden, wen präsentieren wir überhaupt? Wem geben wir die Möglichkeit, sich zu präsentieren? Bekommt Christian Drosten überhaupt die Möglichkeit, in der nächsten Talkshow nochmal aufzutreten und sich selbst zu präsentieren? Und wie, wenn wir über WissenschaftlerInnen berichten, wie stellen wir die eigentlich dar? Das geht auch schon früh los, jetzt auch bei so einem Podcast oder wenn wir versuchen, mit Journalisten in Kontakt zu treten, wen sprechen die jetzt an einer Hochschule, welche Themen werden, denkt jemand, welche werden als sowas wahrgenommen, was man vielleicht zum einen A ist interessant, das interessiert die Leute, B, das kann man vermitteln, das ist jetzt irgendwie darstellbar, vereinfachbar und drittens, die Person kann ich vielleicht auch jetzt irgendwie in ein Medienformat reinbringen. Und da gehen natürlich viele Themen verloren, ne, wo die Journalisten dann sagen, nee, also das und das interessiert mich dann vielleicht auch nicht, ohne das jetzt explizit auszusprechen. Aber diese Auswahl, die ist schon sehr wichtig. Ne, und die sollte man sich immer bewusst sein, dass da natürlich jetzt ein Wissenschaftskommunikat entsteht oder eine Darstellung entsteht, ganz viele andere Themen, eben über die wird nicht berichtet. Ja, andererseits finde ich, gibt es umgekehrt auch den Effekt, wenn man jetzt nochmal auf die Nutzerinnen und Nutzer blickt, die Wissenschaftskommunikation, die tatsächlich aus den Hochschulen, die richtet sich, glaube ich, auch an ein anderes Zielpublikum. Die richtet sich an Personen, die grundsätzlich schon mal ein Interesse mitbringen für entweder Wissenschaft im Allgemeinen oder für ein bestimmtes Thema. Während Medien, Sie haben es eben mit so einem etwas einschränkenden Blick betrachtet. Medien wählen aus, Medien setzen Themen, setzen Schwerpunkte. Andererseits es gehört zur Zielgruppe der Medien auch ein Publikum, was vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hat mit Wissenschaftskommunikation. Und da spielt aus meiner Sicht das Element des Zufalls auch einfach eine große Rolle, dass man, auch wenn man eine Zeitung abonniert hat, weil man sich überwiegend für den Sportteil interessiert, trotzdem aber auch vielleicht den Rest der Zeitung zumindest mal durchblättert und darüber auf Themen stößt, mit denen man sich von sich aus vielleicht nicht beschäftigt hätte. Das finde ich nochmal so eine Perspektive auf die Medien, wo sie eben auch den Blick weiten können. Sie haben ja eher so ein bisschen den Fokus darauf gerichtet, wo die Medien den Blick verengen. Aber ich finde, es gibt auch den umgekehrten Effekt, speziell aus der Nutzersicht. Sie haben völlig recht. Also das ist, kann man natürlich aus zwei Perspektiven sehen. Und die Wissenschaftskommunikation muss sich ja oft den Vorwurf gefallen lassen, dass sie doch irgendwie relativ auf so eine Bildungselite abzielt. Und genau das, was Sie meinen, ist gerade, wenn man aus den Institutionen raus kommuniziert, ist das wahrscheinlich so die primäre
Ziel, Leser, Hörer, Zuschauerschaft, die man damit trifft. Und da sind die Massenmedien eben deutlich erfolgreicher darin, das in die Breite zu tragen. Und gerade das Fernsehen ist für die Wissenschaftskommunikation das absolute Breitenmedium schlechthin. Und da spielt auch dieser Zufall definitiv eine Rolle. Die Journalisten, Journalistinnen versuchen in der Regel ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Gesprächspartnern für beispielsweise eine Talkshow zu bekommen, also auch gegenläufige Positionen darzustellen. Andererseits führt es eben dazu, wenn man eine Auswahl von 3 oder 4 Personen hat und davon vertritt nur eine Person eine, also falsche Ausgewogenheit. Der Versuch einer ausgewogenen Berichterstattung, der gerade dazu führt, dass es dann doch zu einer Unwucht kommt. Wo sehen Sie da die Gefahren? Generell ist es natürlich von Vorteil, dass man versucht, wirklich verschiedene Positionen in den Medien zu zeigen. Also das ist sicherlich sehr, sehr löblich in gewisser Weise. Nur geht das eben an anderen Stellen dann natürlich schief, weil es eben Positionen so ein bisschen stärkt, die eigentlich vielleicht Minderheitenpositionen sind. Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn wir uns mal die Verschwörungstheorien anschauen, es gibt eine Studie von Rothmund und KollegInnen relativ zum Anfang der Corona-Krise, die zeigt, dass 1/4 der Deutschen in Bezug auf Corona Neigungen zu Verschwörungstheorien hatten. Das ist ja, ist zwar in gewisser Weise eine Minderheit, aber gar nicht so eine kleine Minderheit. Das heißt, es ist immer schwierig. Soll man diese Positionen dann zeigen, weil diese Minderheiten gar nicht so klein sind? Soll man sie nicht zeigen? Also ich persönlich bin da wirklich total gespalten und kann mich auch gar nicht entscheiden, was die beste Lösung ist. Also das ist auch natürlich ein Thema in der Informationszugang, in der Informationswissenschaft. Wie geht man überhaupt mit verschiedenen Positionen um? Ja, also wenn ich, wie stellt man dann sicher oder will man und wie entscheidet das, dass Positionen vielleicht von Befürwortern und Gegnern da dargestellt werden und die angemessen dargestellt werden. Dass also keine Verzerrung stattfindet, dass so ein biasfreie Information auch erscheint. Und da sind Suchmaschinen stark eigentlich gefragt und behaupten natürlich auch, dass sie da einiges tun. Aber ich denke, das ist schon noch ein Raum, in dem man sehr viel mehr genauer schauen müsste, um sicherzustellen, dass eben durch die digitale Suche nicht nur extreme Positionen oder eine Richtung zu stark Gewicht gewinnt, mehr als vielleicht angemessen ist. Und diese Problematik der Falschinformation war ja auch gerade zu Beginn der Corona-Krise ein Riesenthema für Suchmaschinen. Die haben sie auch sich verpflichtet, gab eine Selbstverpflichtung der einiger großer Internetkonzerne, Falschinformationen zu blockieren und zu vermeiden und tatsächlich auch auf seriöse Quellen wie die WHO etc. zu verlinken. Und das hat aber nicht immer perfekt geklappt, sondern wir haben ja auch in unserer Umfrage damals festgestellt, letztes Jahr, dass doch über 3/4 der Teilnehmer doch mit Falschnachrichten konfrontiert worden ist bei ihren Informationsverhalten. Das zeigt also, dass hier das nicht blockiert wurde. Also das, was so für die Talkshow letztlich geht, diese verschiedenen Positionen, ja, das ist natürlich gut. Aber wie stellt man es dar? Das kann auch schief gehen. Das gilt natürlich auch für andere Informationszugänge. Das war Aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim. Produziert von Sarah Reinke, Mara Schrey und Alexandro Huber. Sendeverantwortlich ist Sarah Reinke.